Der Herr erklärt: Armageddon. Ernte, mein Sohn, und gieße dein Urteil aus. Die Trompete Gottes. Trumpet Call of God. November 2005. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Timothy, schreibe diese Worte an alle, die hören wollen, was der Herr des Himmels und der Erde sagt. Zu jenen, die auf der Erde und unter der Erde wohnen, und zu jenen in den Himmeln. Ohren auf, meine Leute! Die Trompete ertönt. Und der Herr der Herren, der König der Könige, ist gekommen. Und er ist auch unbemerkt gekommen und doch sichtbar. Und er kommt noch im Glanz seines Wesens, wo jedes Auge sein Bild sehen wird. Denn es ist das Bild Gottes. Jedes Auge wird ihn sehen. Jene, die schlafen, jene, die wach sind, jene, die verurteilt sind und jene, die bereits im Heiligtum sind. Und oh ja, ihr verdorbenen und abscheulichen Vögel, die ihr in der Mitte der Erde umherfliegt, auch ihr werdet ihn sehen. Und in derselben Stunde werdet ihr alle umkommen, zusammen mit all jenen, die euren Übertretungen Beachtung geschenkt und euch gefolgt sind. All ihr Geister, die ihr gefallen und für meine Kinder unsichtbar seid, eure Existenz ist von euch gegangen. Ihr wurdet ausgelöscht. Denn ihr habt meine Schafe in die Schlacht geführt und meine Lämmer abgeschlachtet. Ihr werdet völlig verzehrt werden von dem unauslöschlichen Feuer, das vor ihm hergeht, welcher der Menschensohn selbst ist und war, der Heilige, der Mächtige, der Geist Gottes, der Anfang und das Ende. Alle Dunkelheit verschlungen in der Herrlichkeit des Lammes, für immer und ewig, denn er ist würdig. Er allein ist würdig und hat das Siegel gebrochen und alle Dinge zur Erfüllung gebracht, denn durch ihn wurde alles erschaffen. Nichts ist entstanden, was nicht durch ihn erschaffen wurde. Er ist der Anfang und er kommt, um alledem ein rasches Ende zu bereiten. Sein Schwert ist in seinem Mund und seine Sichel in seiner Hand. Ernte, o Sohn des allerhöchsten Gottes. Ernte deine mächtige Ernte vor den Augen der Menschen. Gieße dein Urteil aus im Namen des Allerhöchsten. Noch einmal, mein Sohn, ernte und sammle den Rest ein. Verberge sie für eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. Zweiter Engel, nimm deine Sichel und sammle die Trauben von der ganzen Erde. Sammle sie ein und bringe sie in meine Weinpresse, die auch Armageddon genannt wird. Trete sie gründlich mit deinen Füßen, mein Sohn. Trenne sie mit dem Schwert aus deinem Mund. Denn in deinen Worten ist die Kraft Gottes, welche ihr Fleisch von ihren Sehnen und ihre Sehnen von ihren Knochen und ihre Seelen von ihren Körpern trennt. Ihr Fleisch soll zu einem Festmahl werden für alle Vögel und Tiere des Feldes, denn sie haben sich von dem Fleisch meiner Heiligen ernährt und sind jedem unreinen Vogel nachgelaufen und haben das Tier angebetet, das Mensch wurde. Und so sollen sie, die so gehandelt haben, verlassen und auf die gleiche Weise verzehrt werden, denn das ist ihr gebührender Lohn. Stark ist der Herr, euer Gott, und feurig ist sein Zorn. Wer kann sein heißes Antlitz kühlen, wenn es einmal im Zorn erregt ist? Rache ist mein, sagt der Herr. Rache ist mein. Trotzdem rufe ich euch jetzt zu, meine kostbaren Kinder. Ihr seid in eurem Ungehorsam und eurer Sünde zu einer Einöde geworden. Eure Schlechtigkeit und deren Gestank steigt zum Himmel auf. Doch ich rufe euch immer noch zu. Meinen Geist habe ich ausgegossen, damit ihr euch erinnert und zu mir kommen würdet. Ihr wählt den Tod, ja, ihr wählt den Tod. Welch bitterer, bitterer Kummer. Das Leben wurde zum Tod und die Toten wurden lebendig.
Meine Kinder, Christus ist eure Rettung. Er ist es, den ich gesandt habe und noch einmal sende, um euch zu retten. Wendet euch nicht ab in Richtung Verderben. Bleibt in der Liebe durch meinen Sohn, der ewiges Leben in sich hat, und durch meine Worte, die ewiges Leben in sich haben. Ich gebe euch noch einmal das Manna vom Himmel und die Quelle des lebendigen Wassers aus dem Felsen, denn ihr habt euch für Hunger und Dehydrierung entschieden. Die erste Ernte ist mager, aber die zweite wird üppig sein. Die Arbeiter sind schon auf dem Feld. Hört ihnen zu. Sie sprechen für mich. Die Demütigen werden genommen und die Mächtigen gedemütigt werden. Die Schlacht der Zeitalter ist im Gange, der Sieg sicher. Das Ende des Bösen geschrieben vor der Grundlegung der Welt. Gebt Christus die Ehre. Sein Name ist Jesus. Denn er ist es, den ich in meinem Namen verherrlicht habe. Und meine Herrlichkeit ist dieselbe, die er besitzt. Durch ihn ist alles in allem, und alles, was ist, ist in mir, eurem Vater, eurem Gott, für immer und ewig, Tage ohne Ende. Kommt, ja, kommt alle, jetzt ist die festgelegte Zeit. Amen.